Woher kommt das Wasser unserer Erde nun? Die Wissenschaftler sind sich darüber noch nicht einig. Wurde bisher angenommen, dass Meteoriten und Kometen aus dem äußeren Bereich unseres Sonnensystems unser Wasser in gefrorener Form auf die Erde brachten. Die Experten gingen bisher davon aus, dass unsere Erde eigentlich ein trockener Planet sein müsste. Sie gingen davon aus, dass die Erde zu nahe an unserer Sonne liegt und dass nur die Planeten und Himmelskörper des äußeren Sonnensystems aus Material entstanden, das Wasser in Form von Eis enthielt. Diese Annahme basiert darauf, dass das ursprüngliche Baumaterial der Erde tatsächlich sehr trocken war. Bisher gab es Schwierigkeiten, den ursprünglichen Wassergehalt unseres Planeten zu ermitteln. In einer neuen Studie der Washington University in St. Louis wurde nun Probematerial sorgfältig ausgewählt und ein spezielles Analyseverfahren angewandt, um den Gehalt und die Zusammensetzung der kleinen Wassermengen in den Meteoriten genau zu erfassen. Die Forscher konnten zeigen, dass diese Meteoriten deutlich mehr Wasserstoff enthalten als bisher angenommen. In dieser Studie wurde durch Hochrechnungen und Modellierungen der Entstehung unseres Planeten herausgefunden, dass die ausgesuchten Materialien genügend Wasserstoff an die wachsende Protoerde geliefert haben könnten. Es wurde errechnet, dass dieser Wasserstoff mindestens die dreifache Menge an Wasser in den heutigen Ozeanen hätte bilden könnte. Die ausgesuchten Materialien der Meteoriten besitzen ähnliche Sauerstoff-, Titan- und Calcium-Isotope wie die Erde. In der Studie wurde nun herausgefunden, dass die Wasserstoff- und Stickstoffisotope ebenfalls denen unseres Planeten ähnlich sind. Wenn das nun die tatsächlichen Bausteine der Erde sind, bedeutet dieses Ergebnis, dass die Bausteine der Erde genug Wasser geliefert haben könnten, um den Ursprung des Wassers zu erklären. Wann nun dieser Wasserschatz entstand, können die Forscher bisher nicht sagen. Sie meinen aber, dass es sehr spät im Rahmen der Erdenstehung erfolgt sein müsste, weil diese wertvolle Substanz recht flüchtig ist. Sie verdampft halt schnell. Abschließend schrieben die Forscher in ihrer Studie: Die Arbeit der Wissenschaftler bringt nun ein wichtiges Element in die Diskussion. Vielleicht stammte das Wasser einfach aus dem gleichen Materienebel, aus dem die Erde entstanden ist. Das heißt, unser Wasser müsste also auf der Erde entstanden sein. Hat euch dieses Video gefallen, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, da verpasst ihr nichts.